Hallo und herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir lassen momentan alle leckeren Mahlzeiten aufessen und verbrauchen, ohne neue zu kochen. Danach werden nämlich diese erst gegessen. Die möchte ich nämlich weghaben und dann möchte ich gerne wieder umstellen, komplett auf leckere Mahlzeiten. Das wird aber noch ein bisschen dauern, denn wir haben noch ein paar da. 146 von den normalen. Und der Rest ist irgendwo da drunter versteckt. Es ist eine zweistellige Zahl. Wir können auch einfach so machen. 32 Stück. So. Wir haben umgebaut. Der Stall ist abgerissen und ja, er ist Anbauflächen gewichen. Offensichtlich haben wir hier noch einen Schlafplatz vergessen, oder? Ist das... Nee, das ist einfach nur Zufall, dass der jetzt da liegt. Auf jeden Fall bauen wir hier jetzt Mais an und hier Heilwurzel. Das ist das, was wir früher hier oben gemacht haben. Diese Felder kommen weg, sobald unten eingesät ist. Und dann werden wir hier in diesem Bereich umbauen, denn das mit den Lagern, ich erkläre das kurz nochmal für alle, die es nicht wissen, führt hier zu Schwierigkeiten, wenn wir nämlich die ganzen Rohstoffe wie Stein, Eisen und Holz zum Beispiel oder Plaster hierher auslagern, dann ist das einfach ein viel zu weiter Weg, wenn hier gearbeitet wird und die ganzen Materialien hier eher einmal durch die komplette Kolonie getragen werden müssen. Das war hier, der zentrale Standort war dafür schon besser. Hier lag das Holz, das Eisen. Hier war so der Rest in dem Lagerbereich, den wir hier hatten. Das müssen wir jetzt unbedingt ändern. Außerdem müssen dringend mal diese Sachen hier fertig gebaut werden. Riesling, was machst du eigentlich die ganze Zeit? Sieht sich Kunst an. Du machst jetzt das Bett fertig und Briggs macht das andere Bett fertig, damit wenigstens die schon mal fertig sind, dass da Leute drin schlafen können. Wir haben nämlich Leute, die derzeit auf dem Boden schlafen, soweit ich weiß, wenn ich mich nicht irre. So, ein überlegenes Bett. Ich hoffe, Briggs macht ähnlich gute Arbeit. Ach ja, schaut mal. Kaum gibt man den Befehl, wird auch mal der Rest hier angefangen. Man muss den Leuten manchmal nur einen kleinen Wink geben. Und dann läuft das schon. Schau mal, plötzlich geht's hier nämlich los. Es wurde auch höchste Zeit. Jetzt macht Riesling das Bett sogar fertig, obwohl Briggs ausgewählt war. Hervorragend. Noch die Heizung, die Lüftung ist schon da und dann ist hier auch warm drin. Und dann können sich in der nächsten Nacht die Leute hier irgendwelche Betten suchen. So, jetzt muss ich mal eben kurz gucken, was mit der Landwirtschaft ist. Hab den Eindruck, dass da keine Priorität mehr hinter ist. Zumindest keine, die hoch genug ist. Feldarbeit. Moment. Trosma und Umbra müssten eigentlich beide mehr oder weniger Dauerfeldarbeit machen. Das ist nämlich auf Prio 1. Trosma und Umbra. Besucht ein Grab. Versucht Eule zu rekrutieren. Alles gut. Trosma baut ein Gebiet an. Trosma fängt jetzt hier an. Alles klar. Dann ist ja gut. So, das hier draußen ist nicht vor Wind und Wetter geschützt. Dafür haben wir hier diese Felder, wo ebenfalls ja auch noch ein bisschen Mais anwächst. Und das zweite Feld ist derzeit gestellt auf Pilze. Teufelsgarnpilz. Damit wir mehr Klamotten daraus herstellen können. Die sind nämlich auch jemand leer. Das Heu kann, glaube ich, nicht weggetragen werden, weil hier oben wahrscheinlich alles voll ist. So ist es. Gut. Wir haben ein bisschen Holz drum gemacht, das sieht gut aus. Oh, wer bricht denn jetzt aus? Wir haben nur noch Eule. Oh, und die greift auch Puck an. Mal kurz die Werte vergleichen. Nahkampf 9. Oh, oh! Puck ist hier ein ziemlich übles Opfer an der Stelle. Wer ist in der Nähe? Coach wäre da. Coach muss kommen. So, Friendly Fire müssen wir einschalten. Weil sonst schießt Coach Puck über den Haufen. Das wollen wir auch nicht. Minyoka kommt als Kandidat 2. Moment, eigentlich darf er nicht schießen. Avoid Friendly Fire ist eingeschaltet. Er scheint sich ja sehr sicher zu sein hier. So, jetzt liegt Puck bewusstlos da. Jetzt haut er ab. Baut Kalksteinwand ab. Aber dann müsst ihr jetzt auch feuern können. Komm, dann muss ich das ausschalten. Auf die Gefahr, dass Puck getroffen wird.
Briggs, was zur Hölle? Jetzt steht der genau über Eule. Okay. Eule wurde erschossen und Ferkel wurde erschlagen. Und wie geht's Puck? Brüche und Prellungen. Umbra rettet bereits. Wo ist Umbra denn? Das können wir schneller machen. Komm, Minyoka, mach das mal eben. Einmal bitte Puck retten. Die beiden können weitermachen. Tja, und dann ist hat sich das mit dem Gefangenen auch erledigt und wir können hier das Bett schon wieder freigeben. Das heißt, ein Quartier hätten wir uns jetzt auch sparen können. Aber gut, so. Händler exotischer Güter, das ist gut. Leute, ihr wisst ja, ich habe eine Mod installiert, die es uns erlaubt, bei exotischen Gütern auch wieder KI-Kerne zu kaufen. Denn es ist so, dass es seit der Beta 18 keine KI-Kerne mehr zum Kaufen gibt bei Händlern. Die kann man nur noch aus Missionen bekommen. Und deswegen, ich glaube auch aus Giftschiffen eventuell. Aber wir hatten erst zwei, es waren noch keine Kerne dabei. Und deswegen habe ich eine Mod installiert, damit wir die kaufen können. Und ich mache das jetzt auch, weil, also wenn der einen dabei hat. Ne? Die Mod fügt irgendwie eine Wahrscheinlichkeit zu und das hat, glaube ich, auch dann nicht jeder Händler eine dabei. Also sowieso nur die mit exotischen Gütern handeln und davon dann aber, soweit ich das gelesen habe, auch nicht alle. Und das muss sein, weil ich kann hier die Mission nicht, ich habe da keine Lust drauf. So, der hat jetzt keinen KI-Kern dabei. Ne? Also so viel dazu. Müssen wir halt warten auf den nächsten Händler. Ich gucke jetzt nochmal durch, nicht, dass ich was übersehe. Nein, der hat keinen KI-Kern dabei, dann eben halt beim nächsten. Was ich jetzt auf jeden Fall mache, ist die Schnitterklingen zu verkaufen. 5 Stück, 1165 pro Klinge, das ist richtig gut. Und der hat gar nicht so viel Geld dabei. Also müssen wir uns irgendwas anderes aussuchen noch. Plastahl hat er dabei, 206. Dann nehmen wir den mal komplett. Und dann kriegen wir noch 2200 Silber. Das ist auf jeden Fall ein guter Deal, wie man so schön sagt. So, die Felder sind angesetzt, zumindest die wichtigen mit Mais. Das heißt, diese oben werden jetzt gelöscht. Wie weit sind die gewachsen? 62%. Ja, es könnte sogar sein, dass die also was bringen. Ich werde die Felder jetzt löschen und wir werden ernten. Ja, wir müssen die Pflanzen entfernen, so rum. Und beim Entfernen der Pflanzen kann es halt sein, dass was abfällt. Weil 62%, da springt vielleicht auch noch ein Maiskolben mal raus. Und dann können wir hier bauen, wenn ich das vorher mache. Ich wünschte, man könnte den Schwein... Oh, eine Vorratskapsel. Penoxicillin, das ist gut. Das liegt leider sehr weit weg. Muss eins unserer Tiere holen. Schicke ich jetzt niemanden für raus. Wir stellen ja selber welches her. Und wir haben immer Penoxicillin auch im Lager. 17 Stück sind im Lager. Das reicht. Und wir verabreichen das Penoxicillin übrigens ausschließlich unserem Arzt Umbra. Damit der nicht mit Malaria krank liegt. Denn das wäre ein sehr unangenehmes Ereignis. Da können wir drauf verzichten. Das kann ich euch sagen. Fleisch haben wir jetzt auf jeden Fall genug. Boah, über 2000 Fleisch zusammengerechnet. Das liegt hauptsächlich an der Maffe. Das Puck ist schon wieder aufgestanden. Das finde ich jetzt eigentlich nicht gut. Der ist ja gar nicht behandelt. Umbra, was hast du denn da gemacht? So, hier kommt gar nichts von der Ernte. So, Puck liegt da. Ah, macht jetzt auch die Behandlung. Es geht doch. Das können wir doch nicht unbehandelt lassen. Das machen wir nicht. So sind wir nicht drauf. Ey, die Schweine fressen auch die Pflanzen weg. Reicht das nicht, wenn die hier da essen? So, hier ist kein einziger Maiskolben mehr rumgekommen. Das heißt also, wir merken uns, wenn die Pflanzen so ungefähr bei 60% sind, dann bringt das nichts. Da kommt nichts mehr rum. So, Böden. Jetzt machen wir zuallererst mal hier überall den Holzboden hin und dann werden wir da einfach die Wände drüber bauen, so wie wir das brauchen.
Ja, und der ganze fruchtbare Boden, wie gesagt, das ist jetzt halt mehr oder weniger schwundschade, aber geht nicht anders. Und wir haben die Schiffskryo-Schlafkapsel erfolgreich erforscht, abgeschlossen. Und das nächste wird sein, wir brauchen die Schiffssensorengruppe noch und diese ganzen Technologien hier. Ich gehe jetzt zunächst mal auf die Sensorengruppe, obwohl der Kern, den würde ich gerne schon mal bauen. Dann können wir nämlich auch hier wegen dem KI-Kern uns Gedanken machen, beziehungsweise nochmal verstärkt darauf achten. Außerdem ist das jetzt die günstigste Technologie. Und wir können vor allem gucken, was kosten die Kryo-Schlafkapseln jetzt seit dem Update. Die kosten 5 hochwertige Bauteile. Was zur Hölle ist denn das? 10 Bauteile, 20 Uran, 200 Stahl und 5 hochwertige Bauteile. Wo kriege ich die denn bitte her? Davon hat mir keiner was gesagt. Von der Größe sind die noch wie damals. Da müssen wir uns also keine Sorgen machen. Die können wir ja einfach dran klatschen. Wieso hochwertige Bauteile? Wartet mal, ich muss mal kurz in den Forschungsbaum schauen. Wo ist der? Da, Komponenten und Bauteile. Hier können Bauteile hergestellt werden, aber keine hochwertigen Bauteile, oder? Oder lassen sich hier dann auch hochwertige herstellen? Das ist auf jeden Fall neu. Wisst ihr Bescheid? Wir müssen offensichtlich das auch noch erforschen. Tja, so kommt das eine zum anderen. Und plötzlich fragt man sich wieder ganz neu, wie geht denn das eigentlich? Aber ist auch gut so, das ist halt Rimworld. Und ja, machen wir uns hier mal Gedanken jetzt langsam. Ich stelle mir das so vor, ich zeichne das jetzt einfach mal nicht als Plan, sondern tatsächlich schon als richtige Wände ein. Hier bauen wir weiterhin aus Holz und so. Also das hier wäre der innere Bereich, den wir zubauen könnten und da könnten wir mehrere spezialisierte Lager machen. Die Gesamtbreite, die wir zur Verfügung haben, ist 28. Da brauche ich doch mal kurz das Planungstool. Die Zwischenräume habe ich jetzt ganz vergessen. Doof. Moment. 28. Aber es ist zu klein. Wie viele Speziallager brauchen wir denn? Müssen wir mal kurz drüber nachdenken. Ich würde auf jeden Fall das Plastahl rausholen hier. Plastahl machen wir so viel. Dann, was haben wir denn noch viel hier drin? Plastahl, die Steinblöcke nehmen wir noch aus. Die Steinblöcke machen wir ein extra Lager für. Machen wir so viel. Wie viel haben wir denn jetzt hier? Das sind 7, das sind wahrscheinlich auch 7 jetzt zufällig. Ja, wie es der Zufall will, natürlich. Und dann haben wir jetzt hier noch 12, da machen wir noch 2x6 und fertig ist die Wurst. Hoppla. So. 6, ja, von wegen 2x6, so einfach ist ja die Wand, ne? Einmal 6 und einmal 5. Oder wir machen hier 7, 6, 6, 6. So machen wir es. Also. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, das werden die Räume. Und Türen kommen auf jede Seite. So. Ja. So viel dazu. Dieses wunderschöne Kunstwerk wird versetzt zunächst einmal hierhin. Ich glaube, hier haben wir noch eine kleine Dachzone drüber. Das müssen wir mal eben kontrollieren. Ja. Wir wollen jetzt überall Dach haben hier. In diesem Bereich. Ströme wollen wir auch einmal komplett durchhaben. Jetzt bauen wir diesen ganzen Komplex, der früher Open Air war, den bauen wir jetzt um in einen komplett geschlossenen Komplex, so wie wir das in den vorherigen Let's Plays auch gemacht haben. Und ihr müsst euch das hier jetzt als Innenflur vorstellen, mit den entsprechenden Zimmern. Oh, da wird noch einiges fertig gemacht werden müssen. Unter anderem würde ich gern diese Hütte nach oben versetzen um ein Feld, diese Hütte um ein Feld mindestens nach unten. Gern, oh, jetzt haben wir psychisches Brummen. Ein starker Schmerz hämmert im Kopf deiner weiblichen Kolonisten, okay. Das wird ja nach einer Zeit wieder umgehen. Hier könnten wir, da müssen wir mal eine Pumpe hinstellen. Holen wir doch mal eben eine Pumpe. Wir haben doch hier eine, die ist doch bestimmt erweitert inzwischen. Noch nicht. 2 Tage und 1 Stunde. Wie sieht es beim Plastall aus? Noch 3 Felder. Okay. Haben wir noch eine weitere Pumpe, die wir vielleicht gerade nicht brauchen hier. Eigentlich brauchen wir die hier oben nicht mehr. Wobei dieser Bereich, naja. Die kann weg, die Pumpe. Denn das war nur diese... Moment, das ist auch noch ein Feld. Da ist auch noch sumpfige Erde. Ich nehme trotzdem diese Pumpe weg. Und installiere die, wo wollte ich sie jetzt hin? Hier. Einmal nach da erweitern, einmal nach da. Dann können wir hier eine Wand hinsetzen. Dann können wir diese Hütte weiter runternehmen. Dann können wir hier nämlich den Gang quasi uns weiterdenken. Und das Ganze halt noch ein bisschen hübscher machen.
So, ich werde jetzt mogeln. Wir werden die Pumpe versetzen. Und dann stellen wir das jetzt hier hin. Da ist auch noch ein Bereich, der trocken gelegt werden kann. Ja, Holzwand. So. Ah, da fehlt noch ein Stück. Da fehlt noch ein Stück. Wo ist die Puppe? Noch ist sie da. Einmal noch da hinsetzen. Wir kriegen das schon noch hin hier. Das Kunstwerk ist versetzt. So, und jetzt kommt die Pumpe tatsächlich hier oben hin. Und wenn ihr euch fragt, warum machst du das eigentlich alles, Doc, dann sage ich euch, oh, dann sage ich euch ganz einfach, weil mir das Spaß macht. Macht mir tatsächlich Spaß, umzubauen. Wie viele Felder haben wir hier immer? 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, hier kommt die neue Wand hin. Ja, da machen wir da jetzt auch eine Autotür rein, würde ich sagen. Heizung hier hin. Das Bett steht falsch rum. Na, wunderbar. Müssen wir es zweimal versetzen. Na, lässt du mich wohl das Ding neu versetzen? Und schwuppdiwupp haben wir die Hütte doch um zwei Felder versetzt. Genauso wie es sein sollte. Jetzt machen wir diese hier noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jetzt haben wir hier eine Autotür. Dann kommt da auch eine rein. Die ganzen Leitungen müssen natürlich auch nochmal
neu gemacht werden. Hier ist gerade gar kein Strom drin. Und so weiter. Das hätte ich eigentlich auch so stehen lassen können, sehe ich gerade. Sieht besser aus. Trosma hat eine Prügelei mit Umbra angefangen. Na, hervorragend. Das mitten in der Ernte. Die haben sich schon beruhigt. Werden wohl zur Krankenstation gehen. Da werde ich jetzt nicht hinterher rennen. 5 Grad. Was? Ferkel wurde zerrissen. Ah, hier dieser Wolf. So, Trosma. Den Wolf werden wir mal eben schießen, denn der wird nur Probleme verursachen. Oh, da sind auch paar. Oh, hier ist eine Wildschwein-Familie, die wir jagen können. Das machen wir gleich. Das war mal daneben. Ja, sehr schön. So muss das gehen. Ganz genau so. Und gleich mitnehmen. Fleisch ist Fleisch. Arbeitsrausch. Trosma ist im Arbeitsrausch. Ja, wunderbar. So, okay. Der Umbau ist fertig. Wir können den Boden anpassen. Und dann sieht das doch schon ganz ordentlich aus. Okay, dann soll's das für diese Folge erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es gefällt euch, was wir hier machen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.